wohne hier seit über 20 Jahren und wir haben halt Bedenken mit der Anzahl der Flüchtlinge, die hierher kommen werden, weil im Verhältnis zu 50 beziehungsweise 350 Einwohner, die das angrenzende Dorf haben, dass es halt zu viele werden, wenn das 1500 Leute sind, die kommen werden. Allerdings muss ich sagen, im Allgemeinen habe ich nichts gegen Personen, die sich hier in Deutschland integrieren wollen. Die Versorgungssituation in einem Dorf mit 60 Einwohnern ist natürlich schwierig, wenn man dort plötzlich 1500 Menschen unterbringen möchte. Das bezieht sich sowohl auf den öffentlichen Personennahverkehr, wenn man mal in das nächste Dorf fahren will, als auch auf Dinge wie Entsorgung und Versorgung. Insofern würde ich mir wünschen, dass das Land auf die Kreise zugeht und vielleicht an einer Art runden Tisch mit uns bespricht, wo es geeignete Standorte geben kann und wie man diese sinnvoll erschließen kann.